wollen Gas. Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab jetzt. Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Wir spielen bei der Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich habe es jetzt mit Absicht nochmal drin gelassen, weil wir letzte Folge gesehen habt. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende und wie ich es denn gemacht habe. Aber ich habe euch ja gezeigt, von wo ich neu spielen musste, weil das sich aufgehangen hat. Es lag an der kaputten Disc. Die war zu zerkratzt. Die hatte ich mir irgendwann Gebrauch gekauft. Ich musste sie mir nochmal organisieren. Jo. Und dann würde ich jetzt sagen, let's go. Ne, lassen wir. Ja. Wisst ihr nicht, dass es hier gefährlich ist? Halt die Fresse. Halt die einfach die Fresse. Sirius Black. Oh, und ne. Wir. Ja. Ihr könntet verletzt werden. Oh nein. Run! Geh aus dem Weg! Du brauchst eine neue Brille, Potter. Mach sie fertig, Crab. Das ist ein Scheiß schon wieder. Nicht gut genug, Potter. Weiter so, Harry! Mir geht es nicht gut. Pass auf! Weiter so, Harry! Pass auf! Das war wohl nichts, Crab. Wir sollten die Feenflügel holen und dann schnell zurück nach Hogwarts gehen. Die Dementoren werden bald in Hogsmeade patrouillieren. Und bei der heulenden Hütte ist es gefährlich. Nein. Das ist kaputt. Ich will noch was ausprobieren. Ne, geht nicht, gut. Hier lang? Nö, anscheinend nicht. Bin halb tot. Hier wird kein Frosch drin sein. Oh, doch, geil. Das ist gut. So. Hier geht's nicht lang, okay. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Geh zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück. Okay. Warum wollten wir denn extra den geheimen Weg nach Hogsmeade und so? Sammelt auch automatisch ein, ne? So nervig. Ich kann mal gucken. Ich glaube zwar nicht, dass er da rein kann, aber wie ihr wisst, ist ja Ron ein Türmagier, der am Baumstumpf festhängen bleibt. Nö. Hätte ich lieber genommen gesagt, dass Ron das einsammeln soll, ne? Gut. Bin ich jetzt doof? Wo sollen hier die Feen sein, ne? Ach, ja. Wie kriegen wir sie aus dem Busch? Ich hab eine Idee. Na, Hermine, was hast du für eine Idee? Ja, und jetzt, was hast du jetzt für eine Idee?
Kann man auch nicht schieben, ne? Eine Idee habe ich noch, ansonsten... Die Zauber treffen sie da drin nicht. Hä? Ich würde gerne anders anvisieren, kann ich aber nicht. Danke. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Eine Idee habe ich noch ansonsten. Nee, kann man nicht. Warte, ich habe eine Idee. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Geht nicht. Ich habe sonst keine Möglichkeit mehr. Das probieren wir nochmal aus.
Die Steuerung ist so für'n Arsch, Alter. Nur noch eine. Geschafft. Hermine, manchmal finde ich es richtig unheimlich, wie ernst du deine Hausaufgaben nimmst. Harry! Ich versuche sie aufzuhalten. Ich kam da, das ist irgendwie ein komischer Bug, ich wollte dazu der Fiole. Halt sie auf, halt sie auf! Wie bin ich hier verbuggt auf einer Linie? Sonst so? Habt ihr auch Feen gejagt? Solltet ihr tun. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sollten den anderen... Erstmal, wir wissen, was uns das gebracht hat. Sollte jetzt nicht mehr passieren, aber was uns das gebracht hat, nicht gespeichert zu haben. Ich freue mich, wenn wir das Game durch haben. Gut, Feuerkelch wird, glaube ich, auch nochmal ein Krampf. Oder ist, glaube ich, besser als das, aber wird auch ein Krampf. Was mit Speichern oder irgendwas neu, ganzes Level, wenn man stirbt oder irgendwie irgendein Kack gab's da auf jeden Fall. Mal schauen. Aber dann geht's aufwärts. Und ich freue mich so hart auf Legacy, ne? Und auf das eine Handygame, was demnächst kommt. So, hier sollen wir lang oder was? Das ist auch echt nervig, ne? Dass man nicht mehr oder so ein Rädchen hat und das denn da, aber gut, das ist PS2-Spiel, aber trotzdem.
Vorratsraum. Wir brauchen uns den Fehlsafttrank. Sind hier eigentlich Tränke oder so? Bitte kein Frosch. Da muss ich da mit Ron rangehen. Super. Apropos. Lol, so wenig er ist, ja gut. Hier gar nichts. 300 Hauspunkte, ja gut. Ich wollte... Gibt's anscheinend nicht. Wollte gucken, wie viele Karten man ich schon habe. Gehen wir. Ah ja. Immer dieses. Schnauze. Herr Ron, wollte ich gerade sagen. Und deine Freunde lässt im Stich? Jetzt bin ich schon hier, jetzt will ich auch die Kiste aufmachen. Komme ich aber nicht zu, weil die Steuerung OP ist. Bravo! Bravo! Nicht gut oder super? Bravo! Okay. Wir wollen in unseren Gemeinschaftsraum. Ich glaube hoch, ne? War das nicht ganz oben? War das nicht, oder? 6 oder 7? Ach, keine Ahnung. Aber das Lustige ist, das lasse ich jetzt seit Folge... Das ist die erste richtige Folge und halt bis dahin gespielt. Auf meine alten, dicken, allerersten PlayStation 2 laufen. Die hat schon viel durchgemacht, hat eine halb abgebrochene Schublade. Aber mich hat sie noch nie im Stich gelassen. Und sie ist speziell. Um es vorsichtig auszudrücken. Nein, aber... PS2-Zeiten waren mit die geilsten Zeiten. Also PS1 und PS2 waren so... Also hatte jede Ära was für sich. Aber es hat natürlich ein bisschen abgenommen immer. Aber PS1 und PS2 war schon sick. So spät noch unterwegs? Pief schon wieder, Alter. Die Leine. Schon gehört? Der 7. Stock wird von Sicherheitstrollen bewacht. Ein bisschen spät, wenn ihr mich fragt, wo Black doch schon in eurem Schlafsaal ist. Was? Hat dein ganzes Bett verwüstet, winziger Weasley. Leider warst du nicht drin. Mal kurz was checken. So. Können wir jetzt gehen? Ja, Mann. Nordflügel? Das ist dicht. Hä? Nee, hier war doch nicht lang. Von da. Geht ja nur zum Nordflügel. Der würde wohl so richtig sein. Los, gehen wir. Warum bewegen sich manche Gegenstände und man kann damit nichts Keiner machen? Keiner darf uns erwischen. Mit Mistbombengestank. Ja, und wo hole ich jetzt Mistbombengestank her? Okay, so wie in... Teil 2, nee, war das? Nee, Teil 1, wo wir im Wald waren. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Du musst es ja Teil 2, glaube ich. Wo die uns immer gesehen haben und dann war Kacke am Dampfen. Also dann waren wir vorbei. Ich habe keine Stinkdinge. Wir warten hier. Wieso was? Was für eine Stinkbomben? Hm.
Da hätten es Hedwig zum Fliegen, ja, wie. Oder doch nicht, ne? Oh Mann, ey. Ist zu. Aber entweder übersehe ich schon wieder was oder. Keiner darf uns erwischen. Was ist Mistbohnengestank? Ich habe versucht, wenn er nach links guckt, dass ich dann. Das geht noch. Ach ja. Bringt uns ja eigentlich nichts, sie abzuknallen jetzt, ne? Naja. Manchmal geht die Mechanik mir echt auf den Sack. Ja, du. Hä? Gehen wir zurück zum Schlafsaal. Ich bin müde. Also, ich glaube, das ist so ein Tuch von der anderen Seite, ne? Aber. Gab es da noch einen Weg mit zu den Kobolden da? Ich glaube nicht, ne? Nee. Wichtel, ne? Oder Wichte. Das sind doch nur Wichtel. Ich glaube, Wichtel, ne? Nee. Rüber geht das dann nicht. Wozu stehen hier immer Kessel? Ich verstehe es nicht. Ah ja. Schnauze. Es ist Zeit zurückzugehen. Ja. Das nur Ron kann, ist halt so dumm und lächerlich. Dann los! Sobald du diesen Gang verlassen hast, kann ich dir jedoch nicht mehr zu Hilfe eilen. Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Weil ich dachte, er macht die Tür auf. Kann auch nichts runterzaubern.
Gucken wir mal, was man hier machen kann. Wir müssen los. Wir müssen los. Einmal probier es noch. Und dann machen wir einen Break. Nee, ne? Keiner darf uns erwischen. Ist das jetzt so simpel? Ich glaube nicht. Ich dachte, er schiebt das weg. Jetzt haben wir einmal Bohnen oder was? Dieses Game, Alter. Alter, was ist hier alles drin, ne? Ob wir alles wieder neu einsammeln müssen. Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge, okay? Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ja, lasst ein kostenloses Abo oder aktiviert die Glocke, um keins dieser geilen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin raus. Euer Zocker mit Herz. Ciao. Zocker mit Herz, ich bin für euch da. Zocker mit Herz, keep your head up. Zocker mit Herz, and may the force be with ya. Always!